Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold. Unser Thema heute: Gärtnern in zwei Etagen. Als ich vor einigen Wochen hier mal mit meiner Mitarbeiterin Lisa Kotschubey, die an der Kamera ist und mit sicherer Hand die Kamera führt, obwohl sie es erst zum zweiten Mal macht, hier vorbeigelaufen bin, hat sie ganz sicher verkündet, Stämmchen sind in. Und ich habe das dann nicht so ganz geglaubt. Zwei Wochen später haben wir einen Deal, eine Wochenaktion gemacht und wir haben fast 400 Johannisbeer- und Stachelbeerstämmchen, nein, ich glaube Stachelbeerstämmchen verkauft. Also Stämmchen sind in. Lesia hat ja recht. Warum sind sie in? Ich kann mir vorstellen, oder mindestens für mich ist ein Hauptgrund für die Attraktivität der Stämmchen, dass es möglich ist, auf zwei Kulturen, auf zwei Ebenen zu gärtnern, auf zwei Levels. Die eine Ebene ist hier im aufrechten Gang. Ich habe die Früchte hier, ich habe die Pflanzen hier. Hier übrigens ein schwarzes Johannisbeerstämmchen. Auch das wunderschön. Stellen Sie sich vor, die grünen Blätter, dann die langen schwarzen Trauben bei dieser Sorte. Wie erkennt man übrigens ein schwarzes Johannisbeere? Eine schwarze Johannisbeere, indem man eine Knospe wegnimmt, verdrückt und schmeckt. Und dann hat man den Cassis-Geruch in der Nase. So kann man eine rote Johannisbeere und eine schwarze Johannisbeere unterscheiden. Also wunderschön hier, aber unten habe ich alle Möglichkeiten. Ich kann ein Gemüsebeet unten haben, ich kann Zierpflanzen, ich kann Rosen unten haben, alle Möglichkeiten sind da. So kann ich sozusagen meinen Boden, meinen Gartenplatz doppelt nutzen, dank Johannisbeer- und Stachelbeerstämmchen. Sehen Sie auch manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr? Aber jetzt kann ich Ihnen helfen. Hier oben geht's zu Luberacom. Zum Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier geht es zu gartenvideo.com, wo Sie bequemer und einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier geht es zu Gärten.com, wo es mehr Garteninformation und mehr Gartenunterhaltung gibt. Ich gehe jetzt aber weiter, meinen Weg.